und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendung Tierschutz in München. Ja, die Temperaturen sind immer noch heiß, es ist immer noch Sommer und heute geht es nicht um den Hitzeschutz für Hund und Katze, sondern um die Kleinsten, die Kleintiere. Kaninchen und Nagetiere wie Meerschweinchen, Hamster und Rennmäuse stammen ursprünglich von Höhlentieren ab und sind viel hitzeempfindlicher als Hunde und Katzen. Schon Temperaturen ab 20 Grad werden für sie unangenehm. Ab ca. 25 Grad oder gar 30 Grad kann es lebensbedrohlich werden. Bitte daher im Freien unbedingt auf Schatten und ausreichend Wasserzufuhr achten. Vorsicht, denn die Sonne wandert. Ja, Herr Perlinger, wir sind hier im Kleintierhaus. Es platzt wieder aus allen Nähten. Warum ist das im Sommer gerade so hier? Ja gut, das hat mit der Urlaubszeit zu tun. Also das ist ja die doppelte Sache. Also vor dem Urlaub werden Tiere abgegeben, weil sie einfach die Leute keine Möglichkeit haben, sie zu versorgen oder durch andere versorgen zu lassen. Und dann holen die Leute auch in der Urlaubszeit weniger Tiere ab. Weil, aus demselben Grund, weil sie eben sagen, nach dem Urlaub haben wir dann Zeit, da machen wir dann was. Wie sind denn die aktuellen Zahlen im Tierheim? Wir haben 70 Kaninchen, 100 Kleintiere, 40 Meerschweinchen und 144 Vögel. Wir kämpfen gerade auch mit einer ganz neuen Beschlagnahmung aus Mai, bei denen also 36 Kaninchen, glaube ich, und 8 Meerschweinchen und zu uns gekommen sind. Und das Problem ist, dass wenn die Beschlagnahmen anlaufen, dass die Tiere in einem sehr schlechten Zustand sind. Und nachdem da keine Kastration in Aussicht ist, sind die auch, wenn überhaupt möglich, alle schwanger. Und das macht uns natürlich ein Riesenproblem mit der Arbeit, diese Tiere wieder aufzupäppeln. Dafür braucht es auch viele Mitarbeiter. Wie sieht es da aus im Tierheim aktuell? Ja, das ist wie in allen Betrieben ist unser Riesenproblem, dass wir natürlich Personalmangel haben. Wir suchen dringend ausgebildete Tierpfleger, die bei uns arbeiten können. Und hier haben wir einen großen Personalmangel im Tierheim. Wir haben letztes Mal schon über die Hunde und Katzen gesprochen, über den Hitzeschutz. Was gibt es denn bei den Kleintieren zu beachten? Ja gut, also die Kleintiere, die sind in der Regel noch empfindlicher wie Hunde und Katzen. Und vor allen Dingen, sie werden dann auch oft in Käfigen gehalten, dass sie sich also nicht bewegen können. Sie können dann nicht selber aus der Sonne rausgehen, wenn der Käfig in die Sonne gestellt wird oder wenn die Sonne wandert und der Käfig kommt in die Sonne. Und deswegen muss man bei Kleintieren sehr vorsichtig sein, dass man denen auch ein, ich sage jetzt einmal, angenehme Temperatur sicherstellt. Und ja gut, die normalen Mittel, indem man also Wasser aufstellt und indem man nasse Handtücher verteilt. Auch in der Wohnung kann es zu heiß werden. Zur Not hilft eine vorübergehende Umsiedlung der Tiere in einen kühlen Kellerraum. Selbstgebaute Kühlinseln oder auch Tontöpfe bieten angenehme Abkühlung für die ganz Kleinen. Michael, du bist Abteilungsleiter im Kleintierhaus. Wir haben aktuell Sommer und darum geht es heute. Wir haben ja auch schon über den Hitzeschutz für Hunde und Katzen gesprochen. Aber die Kleintiere sind eigentlich viel mehr betroffen von der Hitze. Warum ist das so? Genau, also die meisten Kleintiere halten sich tagsüber halt relativ bodennah in irgendwelchen Höhlen oder Gruben auf und halten sich von direkter Sonneneinstrahlung fern. Ja, dementsprechend, wenn man die Tiere oftmals irgendwie in Innengehegen hält, dann haben sie einfach weniger Rückzugsmöglichkeiten, die sie normalerweise in der Natur nutzen würden, um sich vor der Sonne zu schützen. Also sie sind eigentlich hitzeempfindlicher als die großen Tiere, kann man das so sagen? Ja, das könnte man so sagen, ja. Was kann man denn tun, um den Kleintieren Abhilfe zu verschaffen in der Hitze? Je nachdem. Also wenn man sie zum Beispiel in einem Außengehege hält, ist es wichtig, dass man dass das Gehege nicht in der direkten Sonne stehen sollte. Gut, wie man hier an diesem Gehege erkennt, haben sie hier möglichst viel Platz. Das Gehege steht im Schatten. Die Tiere können sich so zurückziehen. Wir haben weiter dann noch Material aufgebaut, unter die Tiere reinkriechen können, sich dort ihre Gruben bauen können. Auf die Art und Weise können die Tiere sich da selbst etwas vor der Hitze schützen und etwas zurückziehen. Genau, in Innengehegen zum Beispiel könnte man den Tieren kühlte Höhlen anbieten. Dazu eignen sich zum Beispiel größere Tontöpfe, die man dann irgendwie an einem Kühlschrank kühlt, den Tieren anbietet, Sandbäder, die man in den Kühlschrank stellt und den Tieren dann anbietet. Oder wenn das nicht möglich ist,
tust vielleicht auch ein feuchtes Handtuch, das man über eine Höhle drüber legt und einen Ventilator auf leichter Stufe etwas bebläst, sodass das Wasser verdunstet und da ein Kühlungseffekt eintritt. Genug Wasser anbieten ist eigentlich selbstverständlich. Wie sieht es da mit dem Futter aus? Gibt es da irgendwas Besonderes? Ja, gerade bei großer Hitze ist es wichtig, dass die Tiere viel Frischfutter auch zu sich nehmen können, um auch genug Wasser aufzunehmen. Gerade bei höheren Temperaturen sollte man weniger Heu füttern, sondern viel mehr Frischfutter, frischer Salat, frisches Gemüse. Das enthält viel Wasser und auf die Art und Weise nehmen die Tiere auch sicher genug Feuchtigkeit, Flüssigkeit zu sich auf. Ja, manche meinen es ja besonders gut und bieten dann eisgekühltes Wasser oder eisgekühltes Obst an. Warum sollte man das bei den kleinen Tieren nicht tun? Genau, wenn das Futter oder das Wasser, was man den Tieren anbietet, zu kalt ist und die Tiere das bei großem Durst schnell aufnehmen, dann kann das eher zu Bauchschmerzen führen. Wasser auf Zimmertemperatur reicht da vollkommen aus. Ja, vor dem Sommer lassen sich alle Menschen gegen Zecken impfen. Gibt es da was bei den kleinen Tieren zu beachten, gerade wenn man sie im Garten draußen hält? Genau, also eine Impfung gegen Zecken macht jetzt bei Tieren weniger Sinn. Allerdings ist es gerade bei Kaninchen in der Außenhaltung wichtig, dass man sie gegen Myxomatose und den EHD-Virus impfen lässt. Das sind Viren, die werden von Wildkaninchen übertragen und überall da, wo ein Garten ist, könnte theoretisch auch ein Wildkaninchen vorbeikommen. Und die Tiere könnten so über den Kot der Tiere oder Haarspuren der Tiere mit den Erregern in Kontakt kommen. Das sind Viruserkrankungen, die bei ungeimpften Tieren sicherlich tödlich enden. Vielen Dank. Viele weitere Infos über die Haltung von Kleinsäugern finden Sie im Internet unter tierschutzverein-münchen.de. Liebe Zuschauer, wir haben heute viel erfahren, was man für die Kleintiere im Sommer tun kann. Und dennoch passen Sie auf Ihre Haustiere auf, egal welches, und lassen Sie Ihre Hunde vor allem nicht im Auto. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Thank you.